This is how we fuck ourselves. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Ein magischer Satz lautet: bis heute, ab jetzt. Bis heute, ab jetzt. Wenn Menschen eine Entschuldigung hervorbringen, dann sagen sie in der Regel, ich bin zu... Und dann zeigen sie ihr eigenes Gefängnis auf. Ich bin ist eine so starke Autosuggestion. Ich bin so, ich bin so. Dann suggerieren sie, ich kann das auch nicht verändern. Ich bin so geboren, ich werde immer so bleiben. Ich bin. Mit dem Wörtchen zu zeigen sie, das ist meine erdachte Grenze. Ich bin zu träge. Ich bin zu dumm. Ich habe zu wenig Geld. Ich bin zu dick. Und dann besiegeln sie damit ihr Schicksal. Und sie drücken sich einen Stempel drauf. Wenn jemand sagt, das ist zu schwer für mich oder das ist für mich nicht möglich, dann ist eine sehr ähnliche Form. Was wir dann in Wahrheit sagen ist, es war immer so, es gelingt mir nie und es wird auch immer so bleiben, es wird mir nie gelingen, es wird niemals meins. Weißt du, wie die Amerikaner das nennen? This is how we fuck ourselves. This is how we fuck ourselves. Ganz frei übersetzt, so machen wir uns selber klein. Ganz frei übersetzt. So halten wir uns selbst in einem Gefängnis gefangen. Lass uns mal überlegen, was hier passiert und wie wir das verändern können. Wir bringen uns durch solche Aussagen in die Vergangenheit. Oder anders ausgedrückt, wir bringen die Vergangenheit in die Gegenwart. Wir sagen im Grunde genommen, das war immer so. Und es wird auch immer so sein. Und genau das ist nicht richtig. Du kannst immer schon an einer Kreuzung links gehen, jedes Mal. Aber heute kannst du rechts gehen. Du kannst immer schon an eine bestimmte Limitierung geglaubt haben, aber heute kannst du sie aufheben. Außerdem bezweifle ich, dass der Satz stimmt, es war immer so. Ich glaube, wenn du es genau durchdenken wirst, dann war es manchmal so. Vielleicht auch sogar sehr oft so, aber nicht immer. Und das ist eine ganz gefährliche Generalisierung. Gefährlich dann, wenn sie uns klein macht. Übrigens, erfolgreiche Menschen nutzen eine andere Generalisierung. Die sagen, ich bin immer erfolgreich. Das stimmt natürlich auch nicht. Wenn ich so etwas sagen würde, dann wäre es völliger Quatsch. Ich habe unzählige Fehler gemacht und ich mache ständig neue. Aber so eine Generalisierung ist dann eher eine angenehme Programmierung. Eine, die Mut macht. Eine, die dich auffordert, weitere Risiken einzugehen. Wird ja gut gehen. Ist ja immer gut gegangen. Auch so eine Generalisierung. Wie können wir dieses Denken auflösen? Dieses Ich bin zu oder ich schaffe das nie. Ganz einfach, indem wir sagen, bis heute ist mir das nicht gelungen. Aber ab jetzt werde ich es ändern. Bis heute? Nein. Ab jetzt? Ja. Wir können es auch ein bisschen abschwächen und sagen, bis heute ist es mir öfter nicht gelungen. Aber ab jetzt schaffe ich es immer öfter. Wir können es weiter abschwächen und sagen, bis heute ist es mir manchmal nicht gelungen, aber ab jetzt wird es mir gelingen. Und das mag jetzt nicht so unfassbar revolutionär klingen, aber du kannst diesen Effekt jetzt noch stark positiv erhöhen, indem du das sehr emotional sagst. Indem du sagst, bis heute habe ich es manchmal nicht so richtig auf die Reihe gekriegt, aber ab jetzt schaffe ich das. Was du damit tust, mit dieser einfachen Technik ist, du verschließt die Türen zur Vergangenheit. Du machst den Schlüssel zu. Denn ganz oft ist es so, dass die meisten Menschen gar nicht wirklich eine Zukunft haben, sondern sie wiederholen nur ihre Vergangenheit. Also das, was die Zukunft nennen, ist in Wahrheit die Vergangenheit, die grinsend auf sie wartet, sagt, hehehe, Freundchen, das schaffst du nicht, hehehe, das packst du nicht, hehehe, das kriegst du wieder nicht hin. Weißt du warum? Weil das immer so war und es wird auch diesmal so sein. Du bist zu blöd, du bist zu klein, du bist zu dumm, du bist zu schwach und so weiter. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Die Türen der Vergangenheit, die müssen wir zuschließen. Wir müssen verstehen, dass wir ab jetzt unzählige Möglichkeiten haben. Und diese Möglichkeiten, die können wir materialisieren. Wir können Möglichkeiten wahr werden lassen, indem wir Worte nutzen. Durch Worte materialisieren wir Möglichkeiten. Alles fängt mit dem Wort an.
Jedes Wort hat seine eigene Energie. Und durch Worte können wir ganz einfach wählen, welche Energie wir jetzt in unser Leben ziehen wollen. Jetzt, ab jetzt, in diesem Moment. Lass mich dir eine ganz einfache Frage stellen. Warum ist dein Hund dein Hund? Es gibt jetzt viele Möglichkeiten, die Frage zu beantworten. Eine ist, du gibst ihm einen Namen und er hört auf diesen Namen. Das heißt, wenn du ihn rufst, kommt er, ist dein Hund. Im übertragenen Sinn will ich damit sagen, welchen Hund rufst du? Also, welche Emotion in Bezug auf dein Können? Rufst du eine Emotion, die ausdrückt, ich bin zu schwach, ich bin zu klein, ich kann das nicht, ich bin zu blöd, gelingt mir sowieso nicht, war immer so, ich weiß das, tausende Male versagt, wird wieder versagt. Oder rufst du einen Hund mit dem Namen, ich kann das. Ich kann das. Wir können es trainieren, dass wir Emotionen rufen, die wir gebrauchen können, die uns helfen, die uns stark machen, die uns an uns selber glauben lassen, an unsere Möglichkeiten. Das können wir einmal, indem wir sagen, bis heute, aber ab jetzt. Zum anderen aber, indem wir kontinuierlich unser Erfolgsjournal führen und 5 Erfolge notieren. Einfach jeden Tag 5 Erfolge aufschreiben. Ich sage es dir ganz deutlich, Erfolg ist kein Zufall. Da ist nicht irgendjemand besonders stark, sondern Erfolg ist das Ergebnis von harter Arbeit. Ist auch kein Glück, das stimmt nicht, sondern du musst wirklich hart an dir arbeiten. Und ich sage dir von ganzem Herzen, es lohnt sich. Du kannst ein herrliches Leben haben, wenn du erkennst, wie gut du bist, dass du das kannst. Wie viele Wahlmöglichkeiten du hast in jedem Moment, dass du es ab jetzt anders machen kannst. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wenn du Leute kennst, die das hier auch erfahren sollten, dann leite es gerne weiter und abonniere meinen Channel. Wenn du mehr solcher Videos möchtest, dann bist du automatisch dabei, wenn ich dir die nächsten Tipps gebe und wir schaffen es gemeinsam, dass du deine Träume lebst.